Bald ist es soweit. Wir freuen uns sehr auf den Seelsorgebereichsforen von Mitte September bis Anfang Oktober mit Menschen aus dem ganzen Erzbistum Köln ins Gespräch zu kommen. Ich bin Martina Dörstel, Pastoralreferentin und Regionalreferentin im Rhein-Erft-Kreis und werde als Moderatorin die Seelsorgebereichsforen in Bergheim-Süd und Bergheim-Ost begleiten. Auch ich grüße Sie. Mein Name ist Ralf Gassen, ich bin Gemeindereferent und Regionalreferent im Kreisdekanat Mettmann. Gemeinsam mit 85 anderen Moderatoren und Moderatorinnen werde ich Sie durch den Abend führen. Gemeinsam werden Sie auf dem Seelsorgebereichsforum in einer Video-Live-Schaltung den Generalvikar Dr. Markus Hofmann und die Leiter und Leiterin der Arbeitsfelder sehen und hören. Sie werden Ihnen den aktuellen Stand auf der aktuellen Etappe des pastoralen Zukunftsweges vorstellen. Die Ausarbeitung geschah unter der Beteiligung vieler Menschen aus dem ganzen Erzbistum. Vielleicht haben auch Sie an der Online-Umfrage teilgenommen oder waren auf einen der Regionalforen im vergangenen Jahr. Nach der Videoeinspielung sind Sie dran. Sie haben die Gelegenheit, mit den versammelten Gemeindemitgliedern Ihres Seelsorgebereichs ins Gespräch zu kommen. Alle positiven Resonanzen, aber auch die Herausforderungen, die Sie gehört und gesehen haben, bringen Sie ins Gespräch. Sie haben die Möglichkeit, Rückmeldungen zu geben, schon an diesem Abend. Diese Rückmeldungen werden wir dem Generalvikar und seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen an dem Abend übergeben. Denn keine Meinung geht verloren. Alle Meinungen werden gesammelt und bei der Ausarbeitung des Zielbildes 2030 berücksichtigt. Das Zielbild gibt denn die Richtung vor, mit der wir uns gemeinsam mit Blick auf 2030 entwickeln werden. Ich persönlich freue mich sehr auf das Seelsorgebereichsforum, weil jetzt gerade in Corona-Zeiten es vielleicht zum ersten Mal wieder die Gelegenheit gibt, dass Sie als Gemeinde miteinander ins Gespräch kommen. Über die Situation vor Ort, aber vor allen Dingen auch über die Zukunft Ihrer Gemeinde und über die Zukunft im Erzbistum Köln. Ich bin gespannt auf den Abend. Ich bin gespannt auf die Antworten, die Sie auf die aktuellen Herausforderungen der Kirchenentwicklung geben werden. Denn Sie sind die Akteure vor Ort. Zum Schluss noch einmal herzliche Einladung. Seien Sie dabei, diskutieren Sie mit. Es kommt auch auf Ihr Feedback an. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.